Moin, moin und herzlich willkommen zum Kerbal Modding Mittwoch in dieser Woche mit Kerbalism. Und Kerbalism entlehnt sich dem Wort Realism, also Realismus, und bringt einige Dinge zusammen, die prinzipiell in einigen anderen Mods auch schon mal versucht worden sind oder umgesetzt worden sind, aber auch andere Dinge, die insgesamt dann dafür sorgen, dass in diesem Gesamtkonstrukt Kerbalism ziemlich viel Realismus bei rumkommt. Klingt jetzt kompliziert, ist es aber gar nicht. Wir gehen mal durch die Einzelpunkte, was es bringt. Es bringt viele, viele zusätzliche Parts. Also nein, gar nicht so viele zusätzliche Parts, aber vorhandene Parts werden teilweise stark modifiziert. Und zwar bekommt ihr das Thema Fehlfunktion rein. Das heißt, Dinge können kaputt gehen und müssen dann repariert werden. Das ist schon mal recht spannend. Es gibt dem Thema Engineer eine neue Ebene. Es gibt CO2-Scrubber. Scrubber machen im Prinzip, also sie putzen das CO2 aus eurem veratmeten Sauerstoff, bla bla bla. Long story short, das sind die Dinge, die das C abtrennen und das O2 übrig lassen, sodass ihr quasi wieder atmen könnt. Tada! Ja. So. Genau, dann haben wir Essen, also das Thema Nahrung gibt es auch. Eure Kerbals verbrauchen Essen, kennt man vielleicht von Tech Life Support, und sie verbrauchen logischerweise auch Sauerstoff, sonst würde das CO2 nirgendwo herkommen. Und wir haben ein Shielding. Ein Shielding ist gegen Strahlung, das heißt, Strahlung gibt es auch noch. Und dazu kommen noch ein paar andere Sachen, die sich dann mit den Mods, sage ich schon, mit den verschiedenen Ressourcen ergeben. Und ich würde sagen, dafür bauen wir jetzt einfach mal ein Raumschiff, von dem wir glauben, dass es nach Duna fliegen könnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre schon froh, wenn es irgendwie in einem hohen Kerbin-Orbit überlebt. Und dafür haben wir unten, wie das Engineering-Planungssheet, haben wir hier auch so ein neues Ding. Und das ist, wenn ihr hier auf diesen lustigen Herzschlag-Balken tippt, das zeigt euch die Kerbalism-Sachen an. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal eine Duna-Fähre zu bauen oder generell irgendwas, was eine Weile fliegen kann. Ich möchte gerne drei Kerbals mitnehmen. So, das ist mal meine Unterstellung. Das ist ja so das typische Setup. Ihr nehmt einen Piloten mit, ihr nehmt einen Ingenieur mit, ihr nehmt einen Wissenschaftler mit. Na, mit denen wollt ihr unterwegs sein. Und die nennen wir mal, was weiß ich, Duna Spaceship. So. Jetzt haben die Typen ein paar grundlegende Bedürfnisse. Und die seht ihr jetzt hier gelistet. Ihr habt zum einen das Thema Strom, Essen, Sauerstoff, Lebensqualität, und das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, gehe ich gleich drauf ein. Dann könnt ihr oben drauf drücken, dann seht ihr noch Strahlungsabschirmung, das wird auch nochmal ganz spannend. Verlässlichkeit, also wie oft passiert denn was Schlimmes mit irgendwelchen Teilen? Signalverbindung, also quasi, was haben wir für ein Funksignal, und generell die Umgebungstemperatur, also quasi so, was sich stabilisieren muss gegen Kälte oder Hitze. Denn ich habe mal gehört im Weltall, und ihr habt vielleicht auch schon davon gehört, wenn man in der Sonne ist, kann es ziemlich warm werden und im Schatten kann es ziemlich kalt werden. Und da muss natürlich gegen angearbeitet werden und auch das wird abgedeckt. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal vorne an und wir probieren jetzt mal nach und nach unsere Probleme zu lösen. Also als allererstes wollen wir natürlich Strom haben. Strom ist ein ganz klassisches Ding, das kennt ihr schon. Man nimmt dafür Batterien her, um sich Zeit zu kaufen im Schatten. Also ihr habt quasi jetzt einfach mal für 4 Tage und 1 Stunde Strom. Und um Strom zu erzeugen, nimmt man zum Beispiel üblicherweise Solarzellen her. Jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir hier einen Unterschied, und zwar einmal im Sonnenlicht und einmal im Schatten. Das heißt, wir haben im Sonnenlicht quasi unendlich Strom und wir haben im Schatten 4 Tage und 1 Stunde. Jetzt steht hier ganz klein Kerbin. Und hier steht Low Orbit. Das heißt, ihr könnt hier nochmal ein bisschen rumklicken, auch was der Unterschied ist zwischen den Geschichten. Also Low Orbit, High Orbit, Orbit, High Orbit und gelandet. Das könnt ihr euch jeweils angucken. Und ihr könnt euch das natürlich auch angucken. Na, kann ich bitte den Orbit wieder haben? Danke. Für andere Himmelskörper, zum Beispiel für den Mann oder Minmus. Oder in unserem Fall, wir wollen natürlich nach Duna. Okay, sieht soweit gut aus. Also wir haben auch noch bei Duna ausreichend Strom. Und jetzt bauen wir aber erstmal unsere Sachen für Kerbin fertig. Einmal zu viel geklickt. Jetzt. So. So, Strom haben wir. Dann wenden wir uns mal dem nächsten Thema zu. Essen. Ihr findet jetzt unter dem Thema Utilities Essenscontainer. Ich mache jetzt einfach mal den stumpfen Weg, den großen Essenscontainer. Es gibt davon noch mehr. Es gibt hier noch den Food Container
Und es gibt noch einen Food-Food-Container in Schwarz und es gibt noch einen kleinen Food-Container. Okay, das sind alles mit Essen in verschiedenen Mengen. 10 bzw. 20 bis zu 100 bis zu 100 bis zu 500. So, wir machen jetzt mal aber die für uns einfache Variante. Viel Essen. Wenn wir das jetzt komplett vollpacken, haben wir Essen für 171 Tage unter der Annahme, dass wir eben mit diesen drei Kürbels unterwegs sind. Ja, also das ist immer schon berechnet, wenn wir jetzt hier einen Kürbel rausnehmen. Ich zeige euch das mal. Zack, 257 Tage. Aber wir wollen natürlich einen Wissenschaftler auf unsere Reise mitnehmen. So, Essen erstmal generell schon mal nicht schlecht. Jetzt ist es aber so, wir würden halt gerne irgendwie, naja, wie soll ich sagen, länger als 171 Tage unterwegs sein, weil so eine Reise nach Duna dauert halt einfach ein bisschen Zeit. Jetzt gibt es natürlich den Ansatz, okay, noch mehr essen. So, jetzt sind wir bei 255 Tagen, aber das ist natürlich sehr endlich. Dafür gibt es sogenannte Gewächshäuser. Gewächshäuser könnt ihr an die ganze Kiste ranklatschen und dort könnt ihr drinnen Sachen anbauen. Und zwar auf zwei Arten und Weisen, oder ihr könnt das mit zwei Arten begünstigen. Und zwar, wenn ihr das aufmacht und Sonnenlicht drauf fallen lasst, dann geht schon mal ein bisschen was. Und ihr seht, dass dann auch die Lebenserwartung quasi auf ein Jahr 84 Tage steigt. Und mit Lampen, die Strom verbrauchen, könnt ihr natürlich noch für eine künstliche Beleuchtung sorgen und stellt dann fest, Life Expectancy, also Lebenserwartung, unendlich. Achtung, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr hier unter Lebenserwartung 200 Tage seid und ihr klatscht das ran, sagt der hier Perpetual, aber unter Idealbedingungen, das heißt die ganze Zeit Sonnenschein plus die Lampen laufen durch, braucht das Ding hier 200 Tage. Also hier steht 400 und das könnt ihr halbieren. Nach 200 Tagen gibt es Essen zu ernten. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall gucken, dass ihr erstmal 200 Tage abdeckt, bevor ihr fröhlich losfliegt, weil sonst verhungert ihr einfach, obwohl ihr eigentlich genug Ernte habt. Das heißt, ihr könnt ja einen Körbel dann rausschicken oder sowas. So. Also, erstmal die grundsätzlich Sachen abdecken. Wenn ihr richtig sicher sein wollt, guckt, dass ihr so 400 Tage abdeckt. 255 müsste, glaube ich, okay sein. Ich spekuliere jetzt einfach mal drauf. Also, wir haben jetzt ein Labor dran. Labor, sage ich schon. Ein Gewächshaus dran. Jetzt kommt der nächste Part: Sauerstoff. Sauerstoff ist einfach zu lösen. Wir haben dafür Sauerstoffflaschen. Wer hätte das gedacht? Das gibt es einmal in der Größe hier. Nennt sich dann Oxygen Tank. Und aus irgendwelchen Gründen ist es bei mir unter Control Parts drin, vermutlich verrutscht. Die gibt es auch noch in groß. Ich vermute mal, dass die nicht unter Control Parts sein sollen, sondern dass momentan ein Bug ist. Wenn wir jetzt mal gucken, mit Oxygen zwei Flaschen dran, haben wir momentan eine Versorgung von einem Jahr und 290 Tagen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Da müssen wir uns noch ein bisschen was einfallen lassen, aber wir haben ja hier diese O2-Scrubber drin. Und wir müssen jetzt eh noch was anderes machen, nämlich Quality of Life. So. Lebensqualität besteht bei den Kerbals aus zwei Punkten. Der eine Punkt ist Platz, also hier der Living Space, der ist momentan cramped, weil drei Leute da oben in die Kapsel reingeklemmt sind. Da haben die natürlich nicht so viel Bock drauf. Das wollen wir ihnen jetzt natürlich ein bisschen schöner machen. So. Und das zweite ist Entertainment. Non. Es ist also auch noch kacken langweilig. So, und das gefällt Kirby natürlich nicht. Deshalb haben wir ein paar Möglichkeiten. Und zwar, jetzt fragt ihr euch sicher, warum ich das lösche, aber ich will ein bisschen was anderes anfangen. Und zwar gibt es Dinge, die bieten uns Entertainment. Also zum Beispiel das Copula-Modul, weil man da eben rausgucken kann, bietet uns Entertainment. Das heißt, wir fangen jetzt einfach mal an und sagen oben, okay, wir nehmen statt der Hauptkuppel ein Copula-Modul. Damit ist es schon mal boring und nur noch cramped. Jetzt ist natürlich nur noch einer drin, aber wir wollen natürlich noch ein bisschen was ranbauen. Jetzt können wir sagen, okay, unten drunter setzen wir, was weiß ich, eine MK2-Länderkern oder was auch immer da ranpasst. Ist auch nicht so hübsch, ne? Naja, wir bauen da jetzt mal eine MK2-Länderkern ran. Jetzt haben wir schon mal Platz für drei Leute. Die sollten wir jetzt natürlich auch wieder reinsetzen. Zack, zack, so. Jetzt ist es cramped, aber nur noch boring. Das heißt, wir haben 120 Tage jetzt momentan. Und wenn wir das gleich nochmal vergleichen, Kommando zurück, wieder die drei Leute rein. Hier sind es 60 Tage, weil hier ist gar kein Entertainment mit dabei. Okay? Also, 60 Tage versus 120. Okay, jetzt kommt der zweite Faktor mit dazu, nämlich Platz. Platz können wir dadurch erzeugen, indem wir
erstmal natürlich dafür sorgen, dass wir genug Platz haben für die Kerbals, die wir verpacken wollen. So zum Beispiel. Und dann können wir noch ein paar Sachen machen. Und zwar Dinge mitnehmen, die dafür sorgen, dass wir Platz haben. Zum Beispiel eine Sache auf so einer langen Reise, die man wahrscheinlich eh mitnimmt, ist das Mobile Processing Lab. Das hat den schönen Vorteil, dass da noch Sitzplätze drin sind. Und alles, was uns Platz bringt, bringt uns quasi mehr Living Space, also mehr Lebensplatz, der wiederum die Zeit erhöht, bis unsere Kerbals komplett ausrasten und durchdrehen. Und das wollen wir logischerweise nicht. So, also wir nehmen so ein Lab zum Beispiel schon mal mit. Dann gibt es natürlich noch diese lustigen Wohncontainer. Die sind euch vielleicht früher schon mal ein, zwei Mal aufgefallen. Diese Hitchhiker-Container, die kann man auch noch mitnehmen. Und jetzt merkt ihr schon, oh, Entertainment kommt auch noch dazu. Also scheinbar haben die auch einen Entertainment-Faktor, haben sie tatsächlich. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal als Luxury gewertet. Und ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Und dann gibt es noch ein Bauteil, das bringt das Mod mit. Jetzt muss ich es nur noch wiederfinden. Da ist es, der Gravity Ring. Das heißt, ihr könnt hier noch so einen Gravity Ring drunter schnallen. Der ist erstmal, macht der gar nichts. Also ändert sich jetzt nicht viel außer der Platz, weil da eben ein Kerbal erstmal reinpasst. Wenn wir den aber öffnen, passiert Folgendes, dann wird der so ausgefahren, tüdelt sich im Kreis zusammen, verbraucht dann Strom und jetzt kommt der Hammer, wir können die Unterhaltungsfaktoren, die er so bietet, quasi durch die Geschwindigkeit beeinflussen, mit der er sich dreht. Geil, oder? Also wir haben jetzt quasi mit einem sich voll drehenden Ring und allem drum und dran 8 Jahre, 192 Tage, bevor unsere Kerbals komplett durchdrehen. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt machen wir unten noch unseren restlichen Part dran. Top. So. Unendlich Essen, 5 Jahre Sauerstoff. Also das kommt daher, dass wir hier natürlich auch einen CO2-Scrubber mit drin haben. Was man jetzt noch machen kann, ist natürlich zu sagen, okay, wir nehmen noch irgendwie andere Bauteile mit rein, die uns irgendwie CO2 reinigen. Im Idealfall solltet ihr darauf achten, dass Oxygen eigentlich auch auf unendlich ist, sonst setzt ihr euch natürlich unter Druck. So. Und dann kommt da noch ein bisschen Strom wieder ran. Ich packe das mal hier oben erstmal hin. So. Jetzt sind wir eigentlich schon mal relativ safe. Also, wir können mit dieser Konstruktion jetzt 5 Jahre lang unterwegs sein. Außer natürlich, uns trifft irgendein Strahlungssturm, ne? Ja, kacke. Also, wenn wir im Weltall sind, also einfach nur irgendwo im Weltall, haben wir momentan eine Lebenserwartung von 250 Tagen. Wer wird die Kerbals sicherlich nicht freuen, das zu hören. Kommen wir in einen Sturm hinein, also in einen Strahlungssturm, und das gibt es hier, also Space Weather quasi, 2 Tage, 3 Stunden, im Strahlungsgürtel. Wenn ihr euch dazu mal schlau machen wollt, sucht mal bei Wikipedia nach dem Van Allen Belt. Das ist quasi der Gürtel im Magnetfeld um die Erde rum, wo die Strahlung aufläuft und sich aufstaut quasi, wo ein besonders hohes Strahlungsniveau herrscht. 3 Stunden, bis man tot ist. So, das wollen wir unseren Kerbals natürlich nicht antun. Deshalb können wir im Prinzip strahlengeschützte Bereiche schaffen. Das heißt, wir können zum Beispiel hier oben sagen, so, in dem Bereich und in dem Bereich wollen wir, dass es sicher für euch ist. Der Haken an der Sache ist, wir ziehen damit Gewicht drauf. Also wenn ich jetzt mal hier das Shielding runternehme, seht ihr, oh, das sind ein paar Tonnen, das sind 2 Tonnen, Gumunbai, ja, relativ exakt 2 Tonnen, die wir oben drauf klatschen mit diesem Shielding. So, jetzt bin ich natürlich erstmal noch ein bisschen überfragt. Also hier sieht es so aus, als ob wir das im ganzen Schiff machen müssen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es nicht reicht, wenn wir die Stellen shielden, in denen die Kerbals sitzen. Das müssten wir mal ausprobieren. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir lassen mal den Bereich hier nicht geschildet. Dann können wir das gleich mal ausprobieren, ob die Kerbals im Prinzip hier oben komplett safe sind und dann einfach hier unten sterben werden an der Strahlung. Oder aber, ob wir generell überall den Schutz brauchen. Auf jeden Fall sorgt das dafür, dass wir einiges an Gewicht nochmal oben drauf bekommen. Und wenn ihr jetzt mal guckt, wenn wir das uns so insgesamt angucken, haben wir jetzt mit dieser Konstruktion, die theoretisch die Möglichkeit hat, uns in Richtung Duna zu bringen, also unter der Maßgabe, dass wir da noch Antriebe und sowas ranbauen, haben wir schon 80 Tonnen auf dem Zeiger. 80 Tonnen dahin zu bewegen, ist eine ziemliche Ansage. Und uns fehlt jetzt noch eine Funkverbindung. Und dafür haben wir eben hier verschiedene Funk,
Teile, die wir noch anbauen können. Ich nehme jetzt mal das ganz klassische Kommunutron und baue uns das hier hinten noch an die Kiste ran. So. Und dann haben wir quasi unser Raumschiff fertig. Und was ich jetzt mal mache, ich schiete das Raumschiff jetzt mal schnell mit einem kleinen Antrieb in den Orbit hoch, damit wir es einfach mal testen können im Orbit und uns auch mal durch den Strahlungsgürtel bewegen und diese ganzen Strahlungssachen austesten und einfach mal gucken, ob es prinzipiell so als Raumschiff alles, was hier vorne dran ist, die Möglichkeit hätte, uns tatsächlich lebend in einem Stück nach Duna und wieder zurückzubringen, weil zeitlich müsste das ganz gut hinhauen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob eben die Strahlenabschirmung hinhaut. Also, wie gesagt, ne, wir haben im Prinzip relativ gutes Signal. Achso, Relay hat wahrscheinlich damit zu tun, wenn wir relayen wollen würden, also quasi ein Signal weiterleiten, bräuchten wir wahrscheinlich, genau, zwei Antennen. Wir können jetzt quasi empfangen und senden. Also sowas ist auch noch drin. Greift so ein bisschen die Remote-Tech-Thematiken auf. Okay. Jetzt bin ich abgerutscht in Redundancy. Also wir haben Redundancy, aber Relay haben wir nicht. Ich nehme das alles wieder zurück. Was macht Relay? Ah, guck mal. Relay. Aber es steht da, dass er relayen kann. Lasst mich gucken. Extend und Extend. Haben wir immer noch kein Relay? Guck nochmal. Wird nicht besser dadurch. Okay, vielleicht ist Relay noch nicht implementiert. Kann ich euch jetzt nicht genau sagen, aber wenn jemand von euch da genau mehr zu weiß, sagt gerne Bescheid und ergänzt das in den Kommentaren. Wenn ich irgendwas rausfinde, ergänze ich es auch in den Kommentaren, beziehungsweise mache an dieser Stelle hier noch einen Kommentar mit rein. Und jetzt würde ich sagen, ab mit den drei Fraggles in den Orbit und wir sehen uns dann gleich im Kerbin Orbit und spielen mal ein bisschen mit dem Thema Strahlung, Nahrungsmittelproduktion und was da so alles passieren kann herum. In diesem Sinne, bis gleich. So, und wir sind jetzt im Orbit und fliegen langsam aber sicher auf den Fanellenbelt zu. Also da vorne, irgendwo hier, so sollten wir die 600 Kilometer Höhe passieren. Bis dahin gucken wir uns mal ein bisschen den Rest an. Also meine Kalkulationen haben natürlich nicht ganz gestimmt, weil ich hatte irgendwie nur Jebediah drin sitzen und für einen hat das alles funktioniert. Insgesamt haut es jetzt nicht so ganz hin, aber deshalb ja auch den Test im Orbit. Und zwar, wenn ihr hier oben drauf klickt, könnt ihr euch erstmal angucken, so funktioniert das generell. Also wir haben einen direkten Link, also quasi eine Funkverbindung. Was übrigens auch nochmal Bonus auf die Unterhaltungswerte der Kerbals gibt, habe ich festgestellt. Also wenn ihr eine Funkverbindung habt, dann können sie nach Hause telefonieren, das gibt Bonus. Wir haben noch keine Malfunctions, unsere Qualität ist noch gut, also noch ist alles in Ordnung. Wir probieren dann gleich mal einen Fehler zu provozieren. Wir haben noch ziemlich viel Essen und ziemlich viel Oxygen, aber nach einem Jahr und 407 Tagen ist Ende Gelände. Das wäre nicht so gut insgesamt. Wir haben Energie 100%, alles in Ordnung und wir sind jetzt auf dem Schatten. Wir können hier unten noch Notizen, sind wahrscheinlich, keine Ahnung, da können wir uns wahrscheinlich Notizen machen, sowas wie, ja, Hilfe, in 3 Jahren verhungern wir. Und unter Details können wir uns das alles nochmal genau angucken. Und zwar, wie viel Temperatur haben wir gerade, wie sieht es mit Strahlung aus, haben wir eine Atmosphäre, was für Supplies haben wir noch mit, in welchem Zustand ist das Schiff insgesamt, wie geht's unseren Astronauten, wann ist die Ernte fürs Greenhouse angesagt. So, und neben all diesen Detailinformationen, wie gesagt, denkt einfach dran, wenn ihr euer Schiff plant, dass ihr auch wirklich alle Kerbals reinsetzt, gibt es eben noch den Punkt der Strahlung. Ich würde sagen, ich warp jetzt einfach mal bis hier in der Hoffnung, dass wir dann die 600 Kilometer durchbrechen, weil auf 600 Kilometer Höhe ist quasi der Van Allen Belt eingestellt. Ha, exposed to extreme radiation. So, wir sind jetzt quasi der Strahlung ausgesetzt und jetzt gucken wir mal, wie es unseren Jungs so geht. Und ich würde sagen, wir machen mal einen Test. Und zwar sitzen ja hier Bill und Bob drin und wir transferieren jetzt Bob einfach mal in den ungeschützten Bereich. Das sollte die Kiste hier sein. Die hat nämlich kein Shielding. Und theoretisch sollte Bob jetzt gleich Strahlung abbekommen, während wir hier durchgehen, während es Jebediah und Bill besser geht. Dann funktioniert das mit den Zonen. Funktioniert das nicht mit den Zonen, dann müssen wir das tatsächlich fürs gesamte Schiff machen, um einen guten Schutzstatus zu erhalten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben momentan knappe 5 Rad pro Stunde, die hier drauf einprasseln. Und hier unten gibt es quasi so kleine Radiation-Anzeiger, wie viel die Jungs schon abbekommen haben.
Und jetzt hauen wir sie einfach mal in Zeitraffer rein und gucken mal, wie schnell da was passiert. So, und ob es vor allen Dingen allen passiert oder ob es nur Bob passiert, weil theoretisch hat Bob halt, wie gesagt, das schlechtere Leben getroffen. Na, sieht bei allen gleich aus. Also es haben alle relativ gleichzeitig jetzt was drauf bekommen. Also, scheinbar ist es unabhängig davon, in welchem Modul sie drin sitzen. Wenn die Strahlenschutzgeschichte zu schlecht ist, dann verstrahlt es die Jungs einfach. Das heißt, wir müssen wirklich bei allen Modulen gucken, dass wir entsprechendes Shielding draufpacken, weil wir sonst einfach das Problem haben, dass die Strahlung uns trotzdem trifft. Also wie ihr seht, ist das auch nicht gerade wenig. Die bauen sehr schnell auf und ich nehme mal an, wenn wir hinten angekommen sind, sind die ziemlich tot. So, das heißt, wir werden nicht nach Duna fliegen, weil wir sonst alle an der Strahlenkrankheit sterben. Aber ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Überblick jetzt mal bekommen über das Thema Kerbalism. Es ist insgesamt sehr komplex, sehr umfangreich. Ich denke, es wird auch mit der Zeit einige Mods geben, die da hervorragend mit integrieren. Und ich denke auch, das Kerbalism an sich wird noch erweitert. Was mir persönlich im Moment noch fehlt, ist so ein expliziter CO2-Scrubber. Das fände ich noch ganz cool. Also wenn sich einer von euch zum Modden berufen fühlt, für einen CO2-Scrubber wäre ich jederzeit zu haben, mit dem man einfach außerhalb der Kapseln noch ein bisschen was abbauen kann. Und jetzt noch eine ganz wichtige Sache, wenn ihr Kerbalism ausprobiert, in den Downloads, die ich gefunden habe für die aktuelle Kerbalism-Version, ist kein Module-Manager mit drin und ihr braucht unbedingt die aktuelle Version vom Module-Manager. Ich glaube, das ist momentan die 2.6, lasst mich nicht lügen, 24 oder so. Sucht einfach nach dem Module-Manager. Ihr müsst unbedingt den Module-Manager mit installieren, weil sonst die ganzen Patches für die existierenden Teile nicht funktionieren. Ich hoffe, dass sie in zukünftigen Releases dran denken, den Module-Manager mitzuliefern. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit dem Ausprobieren von Kerbalism und ich freue mich auf den nächsten Modding-Mittwoch. Mein Name ist Robert und tschüss.